Hallo und einen wundervollen Tag. Ich bin's wieder, Christina der Stempelkeks. Heute habe ich eine gute Idee für euch. Ein Schwibbogen aus Papier, der tatsächlich ein Fach hat, damit auch ein bisschen Gewicht, für einen Süßigkeitenriegel, der da wunderbar reinpasst. Es gibt diverse, die diesem Maß entsprechen. Und ich finde, es ist eine wunderschöne Gelegenheit für Weihnachten, wenn man vielleicht Gäste hat oder in der Adventszeit, den Menschen eine kleine Freude zu bereiten. Und wie ich diesen Schwibbogen-Goodie gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht dafür Farbkarton. Ich habe genommen den Grundweiß, 3,5 Inch mal 6 Inch. Ja, ihr müsst mir verzeihen, ich habe ihn wirklich in Inch gemacht. Ich habe das mit den Zentimetern probiert. Das ist für mich einfach nicht so richtig passig. Das habe ich am besten mit den Inchmaßen hinbekommen. Daher verzeiht mir das Arbeiten mit Inch. Der Bogen oben drüber für den Schwibbogen. Das ist Farbkartonstreifen 2,5 mal 21 cm. Dafür habe ich einfach vom A4-Bogen senkrecht den quer genommen und dann eben 2,5 cm abgeschnitten. Das ist deshalb auch sinnvoll, weil er dann so schön sich in die runde Form biegen lässt. Wenn man es in die andere Richtung macht, da ist der Karton ein bisschen sperriger. Also in dieser 21 cm Spur, da lässt er sich schön quer biegen. Dazu habe ich jetzt heute auch schon ein bisschen vorbereitet. Und zwar habe ich von den Stanzformen wunderbar Nacht der Wunder bis auf den Stall, alle einmal mit Grundweiß ausgestanzt. Jetzt wirklich nur aus Farbkarton, nicht mit irgendwelchem Hinterklebten, weil es wird nur unten ganz knapp an der Kante angeklebt. Ob ich die Büsche benutze, weiß ich noch nicht. Habe ich bei meinem ersten auch nicht eingesetzt. Ich wusste nicht so wirklich, sie unterzubringen. Das ist euch also überlassen, inwiefern ihr da auch noch mitarbeiten möchtet. Aber ich habe erstmal einmal wieder alles ausgestanzt. Die Heilige Familie. Ich finde sie mit den filigranen Ausstanzungen doch wunderbar und auch die anderen Teile haben schöne Einzelornamente noch. Leider verlässt uns dieses Stanzformenpaket und auch der Stempelset dazu nach der Wunder mit diesem Mini-Katalog Anfang Januar das Programm. Noch ist es aber auf Vorrat, liegt also auf Lager und könnte noch bestellt werden. Als Produktpaket 59,25, glaube ich, und als Einzelformen die Stanzformen 33 Euro und auch das Stempelset jeweils 33 Euro. So, wir widmen uns jetzt unserer Arbeit. Und zwar nehmen wir unser Stück Farbkarton. Ach so, dazu noch ein Tipp. 6 Inch mal 3,5. Der A4-Farbkarton, das war auch noch ein Grund, warum ich dann auf Inch geblieben bin, hat unheimlich viel Verschnitt, wenn man dieses Maß nimmt. Ich habe jetzt tatsächlich die großen Bögen. 12 Inch mal 12 Inch, also 30,5 Zentimeter in Grundweiß genommen. Habe mir davon die Hälfte, sprich 6 Inch, abgeschnitten. Von diesem 6 Inch dann quergelegt 3,5, Quatsch, 6 Inch Schuhstreifen, den dann reingelegt und habe dann die 3,5 Inch abgeschnitten. Habe also pro Farbkartonbogen 12x12 bekomme ich also 6 von diesen Goodies raus, 6 für diese Schachteln unten drunter und habe noch Reststücke, die ich dann verwenden kann, um meine Stanzteile auszustanzen. Also das noch als Tipp. Nehmt dafür gerne den großen 12x12 Bogen, damit lässt sich materialschonender arbeiten. So. Dieser Teil, diese 3,5 Inch mal 6 Inch, werden jetzt so auf den Papierschneider angelegt, dass wir arbeiten mit Inch. Das oberste sind die Zentimeter, da. Und diese untere Skala sind Inch. Und was auch Inch ist, sind diese Abteilungen hier unten drunter. Wer es andersrum haben möchte, unten an der Leiste zum Beispiel, ist die Unch-Skala unten, also an der Kante angesetzt. Und die Zentimeterskala drüber. Also dieselbe Ausrichtung wie oben, aber einmal ist sie halt an der Stoßkante und einmal ist sie nicht an der Stoßkante. Das nur noch kurz zur Erklärung. Und wir nehmen jetzt Inch. Und wer sich jetzt mit Inch nicht auskennt, macht euch keine Panik. Halb und ein Viertel wissen wir alle, meistens jedenfalls. Das heißt, wenn ich hier eine Markierung habe, dass ich bei einem halben Inch arbeiten soll, hier ist immer die Schneide- oder die Falzspur. Hier ist ein Inch. Wenn ich ein halb schreibe, ist also halb die Hälfte. Das muss dieser Dicke sein. Wenn ich davon die Hälfte nehme, habe ich ein Viertel. Das wäre dann da. Wir arbeiten tatsächlich nur mit halben Inchen. Also so schwierig wird es nicht, wenn mal eine ungerade Zahl kommt. Ansonsten immer dieser dicke Strich, der bei dieser Zahl entsprechend steht. Und so fangen wir auch gleich an bei einem halben Inch. Ich sagte gerade, zwischen der Spur und der 1 in der Mitte sind ungefähr bei 1,7 und ein bisschen Zentimeter. Und ich könnte das hier mit als Spur zum Anlegen mit verwenden, dass es schön gerade liegt. Also bei einem halben Inch bitte falzen. Dann schieben weiter auf anderthalb. Anderthalb ist die Mitte zwischen 1 und 2, also da. Auch da wieder hier an der Skala auf dem Brett unten ausrichten.
Dann bei 2 Inch, das steht da dick dran, die kriegen wir problemlos. Und dann bei 3 Inch, das wäre dann hier, also rüberschieben bei 3 Inch. So, und jetzt brauchen wir einmal, wir legen es jetzt quer und falzen wieder bei einem halben Inch, also zwischen der Spur und der 1, dieser lange. Ein halb Inch. Immer schön aufpassen, dass das hier an der Stoßkante so angebremst ist. Und dann drehen wir das Ganze um, oder? Nee, wir schieben einfach weiter, weil wir haben die Maße für die Schokolade ist wichtig. Also, dann schieben wir weiter auf 5 Inch. Hier ist meine halb Inch Markierung, also Falzlinie. Ich schiebe rüber auf 5 Inch. Und auf 5,5 Inch. Das ist wieder zwischen der 5 und der 6, der große da. So, das habe ich jetzt so vorbereitet. Was jetzt weggeschnitten werden muss, sind diese 4 Felder hier unten rechts. Weil dieses wird die Stecklasche, dass wir da einen schönen Verschluss machen können. Der Boden wird richtig zugeklebt, da brauchten wir diese zweite Reihe nicht mehr als Klappdeckel. Also an diesem Stück die untersten 4 wegschneiden. Ich mache das mit dem Papierschneider, du kannst es auch gerne mit der Papierschere machen. Ich setze es hier an und schiebe es rauf. Ich sehe ja hier oben, ihr kennt das bestimmt bei mir schon, hier diese Markierung geht bei mir genau auf die Falzlinie. Und dann kann ich das da rausnehmen. Und ja, das können wir jetzt wirklich von Hand machen, weil wir da noch mehr schneiden müssen. Also kann der Papierschneider weg. So, jetzt nehme ich meine Schere und schneide einmal diese 4 ganz raus. So. Dieses Teil bleibt stehen, das wird unsere Klapplasche. Hier, diese, die hier unter dem Schwibbogen mit dran ist, das Stück hier. Das machen wir uns jetzt vorbereitend fertig. So. Ihr seht die Falzlinie, ich schneide die Falzlinie wieder knapp weg. Ich schneide also wirklich kurz, der Schein fällt heute so komisch, kurz neben der Falzlinie, dass sie wirklich mit abgeschnitten wird. Und dieses Teil wird eine, ja nicht Klebelasche, aber die wird so umgeklappt, damit man seitlich nicht reingucken kann in die Box. Und dafür kürze ich die ein. Ihr könntet auch erst kürzen, das kann ich euch leider mal auf der anderen Seite zeigen. Und hier auch wieder so, dass die Falzlinie weg ist. Also ich schneide jetzt linke Seite von der Falzlinie. Das ist hilfreich, damit am Ende die Stecklasche auch wirklich dazwischen passt, zwischen diese beiden Falzlinien. Hier können wir jetzt erst kürzen, also die Reihenfolge ist egal. Und dann da auch anschrägen. Schneidet sie nicht ganz weg, weil gerade weil wir diesen Teil jetzt hier ein bisschen kleiner geschnitten haben, ist hier die Abdeckung, dass man da keinen Hohlschlitz hat, wenn man das nachher zusammensetzt. So, auf der anderen Seite müssen wir uns auch noch ein bisschen bearbeiten. Und zwar haben wir hier, die Lasche kann weg, weil dieses Teil wird unsere Klebelasche. Also da einmal wieder rausschneiden und bitte hier unten gerade schneiden, nicht anschrägen, weil dieses Teil gehört zum Boden. Das sollte uns wirklich gerade bleiben. So, das auch wieder gerade. Wie gesagt, die langen Teile gerade und die kleinen dazwischen, die können wir anschrägen. Aha. Wo ist der zweite? Hängt der da noch? Nö, ist weg. So, und auch dieses hier wieder an dem Teil, das lange Teil gerade schneiden und das kurze Teil anschrägen. So, mal hier wegräumen. Machen wir Platz auf dem Tisch. So. Wer hat, kann jetzt gerne diese Einstecklasche noch abrunden. Ich habe einen Eckenabrunder. Ich mache hier noch ein bisschen fälliger. So. Kann hier gerne den Eckenabrunder ansetzen. Wer ihn hat aus dem Programm, er ist leider nicht mehr da. Der kann ihn jetzt ansetzen. Dafür müsst ihr einmal die Seite wegklappen, damit das hier an der Spur gut passt. Ihr könnt auch gerne umdrehen und sehen, dass euer, das meine ich mit umdrehen, unser Teil auch wirklich hier gut in die Spur passt. Einmal die eine Seite, für die andere Seite müssen wir das andere Teil umklappen, damit uns hier die Verlängerung nicht im Weg ist. Den auch nochmal rein und gucken, dass wir da die Rundung tanzen. So, na, jetzt habe ich hier die Ecken schön rund. Wer keinen Eckenabrund hat, kann das auch von Hand ein bisschen anrunden oder halt auch anschrägen. Das geht auch zum Reinstecken. So, jetzt falzen wir uns noch die anderen Bereiche. Und auch die
ganzen Bodenlaschen einmal falzen und auch die hier oben in der Stirnseite nenne ich es jetzt mal und das nochmal separat. So, jetzt sollte sich das, diese Klebelaschen da rein, sollte sich das Ganze flach legen lassen. Und das nutzen wir jetzt auch zum Ankleben. Ich mache jetzt hier auf dieses Stück die Klebelasche, den Kleber drauf. Lege es ab und klappe jetzt meine Außenkante drüber. An der Außenkante habe ich auch diese Laschen, die nach innen reinfallen, so habe ich, also nach innen eingeklappt werden, so habe ich auch da eine schöne saubere Kante. So, jetzt ist das auch schon fertig. Wir können den Boden, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich wollte noch, wer hat, ja, wenn man es nicht im Kopf hat, ich habe hier irgendwo mir noch da so eine kleine Handstanze genommen, die passt da jetzt leider nicht mehr rein, glaube ich jedenfalls nicht. Nee, ich müsste meine Verklebung wieder aufmachen. Ist nicht schlimm, aber ihr könnt eine Markierung drunter machen, dass wenn jemand das öffnen möchte, dass sie hier macht, hier öffnen oder so. Ich habe es jetzt wieder vergessen, aber ist nicht schlimm. So, wichtig ist für mich jetzt nur, ich bin ein bisschen pingelig, dass ich, wenn ich jetzt die Rückseite zuklebe, auch hier von oben den schönen Abschluss haben möchte. Das heißt, ich knicke auf dem Boden erst meine Seitenkanten ein. Diese Seitenlaschen. So, da wird oben sein. Dann erst das untere Stück hoch und dann das von oben drüber. Dann habe ich hier eine schöne, saubere Kante. Jetzt gehe ich mit meinem Papierfalter einmal von oben rein und drücke das schön an, damit das auch unten gut fest bleibt. Es soll ja nicht die Süßigkeit wieder rausrutschen. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen da reinmachen, ne? Ihr könnt auch Geldscheine da reinstecken oder keine Ahnung. Andere Kleinigkeiten, die euch so einfallen. Ein Gutschein aufrollen und reinstecken geht natürlich genauso. Ist auch dann eine schöne Verpackung für Geld oder Gutscheine. Ich mache jetzt einfach, damit ich ein bisschen Gewicht drin habe, direkt hier ein rein. Ich mache es nicht im Bildschirm, weil ich da sonst Probleme kriegen könnte. Probiert es aus, es passen diverse Schokoriegel da rein. So, und jetzt steht mein Teil auch wunderbar stabil. Dann habe ich gesagt, wir haben uns einen Streifen dazu gelegt mit 2,5 cm mal 21 cm, dieser hier, der so wunderbar schön sich schon, ihr merkt das schon, ne, so schön in die Form gibt. Da mache ich das jetzt mal ab. Und hier habe ich es noch separat gemacht, weil ich zuerst nicht wusste, wie ich den Schluss auf den Spruch aufbringen möchte. Aber ich glaube, ich möchte den jetzt direkt aufstempeln. Das mache ich jetzt, indem ich hier meine Papierunterlage verwende. 21 ist 10,5 die Hälfte, also lege ich es hier oben an. 10,5 links, 10,5 auf der rechten Seite. Mein Streifen liegt also jetzt wirklich gerade hier drauf. Hier habe ich den Spruch Gesegnete Weihnachten, der aus dem Stempelset Nacht der Wunder ist. Es sind viele andere noch mit drauf. Ich habe auch einen Würfel damit gemacht und damit gestaltet. Das seht ihr auf meinem Blog. Den habe ich nicht noch im Video mit drin. Den habe ich als Diorama-Würfel gestaltet. Den könnt ihr auf meinem Blog sehen. Ich verlinke euch die Blogadresse da noch am Ende des Videos. Ne, hier oben in der Ecke. Und dann könnt ihr das euch gerne auf dem Blog angucken. So, hier haben wir jetzt Memento schwarze Stempelkissen. Hier ist der Schriftzug Gesegnete Weihnachten. Ich muss mal gucken, ob ich den ziemlich gerade aufgebracht habe. Ja, ich sehe das hier anhand des Rasters unten drunter, dass hier die Kante von dem W und da das N ungefähr dieselbe Höhe ist. Ich riskiere es jetzt einfach und behaupte, das ist gerade drauf. Oder ansonsten noch ein Tipp, wenn ihr das nicht wisst, ob es gerade ist, dann einfach schräg machen, weil schräg, dann glaubt keiner, dass eben das nicht so gewollt ist. Und jetzt sehe ich hier oben an den Rastern, ich bin jetzt zwischen 3 und auf der anderen Seite 3 cm. Das wäre jetzt ungefähr die Mitte. Ich glaube, ich muss sogar fast nur ein bisschen mehr als 2,5. Und dann habe ich meinen Spruch mittig. Weil rechts und links wird auf derselben Höhe angeklebt. Das heißt, es ist also gar kein Problem, das jetzt schon aufzusetzen und zu positionieren. Es wird nachher in der Mitte oben drauf sein. Ob mir jetzt der schiefgesetzte gefällt, das doch, macht jedenfalls nichts. Vielleicht hätte man es noch schräger stellen können, damit einem das bewusst wird. Ich habe dann tatsächlich diesen Streifen als erstes angeklebt, damit ich einfach weiß, bis wie hoch ich meine Figuren nutzen kann. Nochmal zur Erinnerung, hier unten ist Öffnen, da ist die Rückseite zu. Als Rechtshänder würde ich sagen, ich mache sie rechts auf, kann aber jeder für sich denken, wie er möchte. Heißt für mich, mein Streifen wird hier angeklebt und da. Und hier bitte nur so, dass man hier unten noch gut drunter greifen kann. Wir fangen jetzt einfach mal auf der anderen Seite an. Ich mache den Kleber. Moment. So, da ist unten.
Ich mache den Kleber hier drauf. Nehme meinen 200 cm. Da das rechts ist, möchte ich hier auch gleich die Krippe vorne haben, also so rum den Spruch ausrichten. Und hier oben drüber setzen. Ein bisschen andrücken, dass er hält. Und jetzt kann ich den wirklich einfach hier rüber ziehen und er gibt sich schön in die runde Form. Da mache ich auch hier auf die Lasche jetzt unsere Klappe vom Zumachen. Ein bisschen Tumor. Ich kann sie unten absetzen. Ist ja gleich. Ist ja eben die Fläche. So, und man gibt das jetzt hier so drauf, dass man noch gut da reingreifen kann. So, kann das hier an der Kante so ein bisschen ausrichten. Das kann jetzt in Ruhe ein bisschen trocknen. Und ihr seht, der Spruch ist oben drauf. Gefällt mir sehr gut. Ich arbeite einfach jetzt genauso wie hier. Dann wird das Video nicht übermäßig lang. Und dafür habe ich, ich sagte es zu Beginn schon, mir die Standsteile vorbereitet. Ich fange an mit der Krippe und setze mir die auch wieder mittig. Auch da nutze ich mir, nehme ich mir zunutze, dass ich hier oben das Raster habe. Gucke jetzt hier 6 auf 6. Das kommt gut hin. In dem Bereich lege ich jetzt meine Verpackung ab und kann jetzt hier gucken, dass ich das so irgendwie, ob ich es mehr nach links ausrichten möchte, mehr nach rechts ausrichten möchte. Ich möchte es einfach ziemlich mittig machen, ziemlich, weil das sonst ein bisschen leer ist und der Schäfer, finde ich, dem gehört das, dem Hirten auch noch das Schaf dazu. Dann werde ich das vielleicht ein bisschen nach links rücken. Ja, ein bisschen, ich schau mal. Bei dem anderen hatte ich es ziemlich mittig gerückt und da war das Schaf ein bisschen näher an dem Hirten dran, ist ja auch nicht schlimm, ne? Da gehört sie auch hin. So, und jetzt habe ich hier wirklich nur auf der untersten Kante, ihr seht das, eine ganz dünne Linie Kleber aufgetragen und setze das jetzt hier von oben an. Ich mache die Krippe in die Mitte. Und damit ist es so und drücke das jetzt hier fest. Es hat da kein Gewicht, es braucht nur gerade stehen, das tut es, indem ich es angeklebt habe. Und suche mir mein Schäfchen wieder unten raus. So, oben war es ungefähr bei 6. Ist jetzt aber auch egal, weil meine Mitte klebt. Danach muss ich jetzt den Rest orientieren. Und auch hier bei dem Schäfchen. Bitte nur unten ein bisschen an die Füße. Es soll nur halten. Ja, da könnte ich sogar ein bisschen mehr machen, weil ich das hier ein bisschen tiefer auf die Box aufgesetzt habe. So, ups, jetzt habe ich es an den Fingern gehabt. Und ist jetzt ein bisschen ab davon. Und so, da ist jetzt der Schäfchen direkt neben dem Hirten. Und jetzt kann ich es auch schon umdrehen. Und positioniere mir das Kamel. Ja, das war die Vorderseite. Und auf der Rückseite habe ich das Kamel, Ochs und Esel. Und ich habe das mit Absicht so gemacht, dass der Bogen oder hier das vom Kamel, der Höcker oder der Aufbau vom Höcker, das Beladene, ein bisschen über der Kante hängt, damit das... Es ist ja doch weitaus höher als die anderen Motive, nicht nach hinten wegknickt, weil auch die Beine des Kameles sind ja doch sehr filigran, dass uns das nicht da Schaden nehmen kann. Das heißt, wir fangen mit dem Kamel an, machen unten wieder nur an den Hufen ein bisschen Kleber. Wenn es zu viel ist, dann nehmt lieber noch mal ein bisschen was ab. Da kommt jetzt gar nichts hin, ist auch nicht schlecht. So, dann nehme ich mir halt ein Stück hier aus dem Papierkorb. Verstreicht das ein bisschen, weil alles, was zu viel ist, weiß ja auch nicht, wohin damit. So, ich halte mir das jetzt hier mal am Kopf fest. Guck, dass das hier oben so ein bisschen an dem Rand anstößt. So. Ja, es liegt hier oben ganz knapp auf. Da, ich kann es nicht runterdrücken. Dann nehme ich meinen Ochs und Esel, ja, und die durch die Körperausrichtung, dass der Esel nach rechts guckt, der Ochse nach links guckt, ergibt sich für mich die Anordnung, dass der Esel nach links kommt und der Ochse in die Mitte. Und auch da wieder nur unten an der Kante, hier gar nicht an dem Kopf, an der Schnauze vom Esel, sondern einfach nur am Maul vom Esel. Einfach nur hier an der unteren Kante des Körpers, des liegenden Körpers. Und dann machen wir das jetzt hier so ein bisschen nach links. Aha. Und jetzt kommt noch die Ochse. Auch da nur unten an die Kante. Ihr seht das wieder. Da nur ein bisschen. Den setzt ihr einfach mit. Also es ist eigentlich egal. Ihr könnt euch das aussuchen, wie ihr möchtet. Dadurch, dass man ja durchschauen kann, durch die Mitte, auf die hinteren Motive und die von hinten ja auch diese filigranen
Ausstanzung. Ich halte es euch mal hier ein bisschen näher. Ja, man sieht also auch da das Muster. Mal ein bisschen tiefer das Licht. Na, wird es ein bisschen besser? Nee, wird nicht besser. Verschlimmbessern, das ist immer das Problem. Ich werde euch das noch als Foto mit einstellen auf dem Blog, da kann man das sehen. Aber hier sieht man sehr schön, dass eben auch die Maria und der Josef und das Schäfchen die Wolle mit haben. Das Tuch des Hirten auf dem Kopf sieht man auch gut. Die Falten, die da mit der Prägung oder der Einstanzung gearbeitet sind. Und das, wie gesagt, ein bisschen ganz knapp drüber reicht vollkommen aus. So. Und schon ist unser Schwibbogen für die Weihnachtstischdekoration oder vielleicht auch einfach im Raum oder wie gesagt auch als Geschenkverpackung für einen Gutschein, für einen Geldschein. Ich hoffe, euch gefällt meine Idee. Entschuldigt, dass es in Inch war, aber mit Zentimeter. Ich habe es ein paar Mal probiert, das gefiel mir alles nicht, sodass ich dann immer wieder auf die Inchmaße zurückgekommen bin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Ihr könnt natürlich auch alles andere machen, ne, in so einen Schwibbogen. Ihr könnt da Geburtstagsnamen reinschreiben und ihr könnt da, das habe ich noch eine Idee, vielleicht mal nur eins zum Silvester mit den 20. Ja, mal schauen. Ich lasse mir was einfallen. Das sind, wie gesagt, diese Schwibbögen. Ich mache mal jetzt mal einen von vorne, einen von hinten. Dann kann man die gut sehen. Mir gefällt das super gut. Bin gespannt, ob ihr sie nachbasteln mögt. Wenn ja, viel Spaß dabei. Faltanleitung und Schnittplan kommen wieder auf meinem Blog. Unten in der Beschreibung habe ich wieder alle Sachen verlinkt, die ich hier verwendet habe. Und sage bis bald. Euer Stempelkeks, Christina.